und Paul Sonntag mittlerweile hier bei mir im Studio. Paul, lass uns mal gemeinsam schauen auf die Inhalte, um die es ja hoffentlich auch in diesem Gespräch zwischen Unionsparteien und Grünen heute gehen wird. Wo liegt man wie weit auseinander und wo liegt man vielleicht relativ nah beieinander? Ja, vorab vielleicht lass uns hoffen, dass Michael Wildenweber ausnahmsweise einmal nicht recht hat. Und zwar, wenn es um die Inhaltslehre der Statements danach geht. Ich vermute zwar, er wird recht haben, aber wir hoffen natürlich doch, dass das ein oder andere rausblitzt. Aber wir müssen uns so lange eben mal der Parteiprogramme und vor allem natürlich der Wahlprogramme dann bedienen und das nebeneinander legen und schauen, wo könnte es möglicherweise passen. Man muss auch immer dabei wissen, dass es natürlich Parteiprogramme und Wahlprogramme sind, die in einer Zeit entstanden sind, in denen Schwarz-Grün wirklich noch eine echte Option war. Eine Zweierkoalition, von der wir ja im Moment weit entfernt sind. Aber darauf war viel ausgerichtet, nicht nur bei den Grünen, sondern natürlich auch bei der Union. Das Hauptthema heute mit Sicherheit das Thema Klima. Wie könnte man dort möglicherweise zusammenfinden? Wir haben mal ausgearbeitet, wo die Unterschiede vor allem natürlich liegen. Die Union beispielsweise hat im Programm stehen Klimaneutralität bis 2045. Das soll schneller gehen bei den Grünen. Hier ist bis 2035 davon die Rede, dass man 100% erneuerbare Energien dann eben gedeckt hat, dass die Klimaneutralität einige Jahre dann danach kommt, deutlich ambitionierter als das, was man bei der Union liest. Der Kohleausstieg, das kann man genauso dagegen legen. 8 Jahre früher, 2030 bei den Grünen, 2038 bei der Union. Na gut, da könnte man möglicherweise einen Kompromiss irgendwo in der Mitte finden. Das wäre nicht ausgeschlossen. Genauso beim CO2-Preis. Fast der doppelte Preis im Jahr 2023 gefordert von den Grünen bedeutet natürlich deutlich mehr Kosten bei den Heizausgaben, beim Benzin und Ähnlichem. Da sehen wir 60 Euro pro Tonne hier und bei der Union sind das nur 35. Das kann man eigentlich für jeden weiteren Schritt so weitergehen. Tempolimit ist auch so ein umstrittenes Thema. Da hatten die Grünen, wenn wir von roten Linien beispielsweise reden, hatten die Grünen vorab schon klar gemacht, das wäre eine der ersten Maßnahmen, die man sofort machen könnte, die sofort auch etwas helfen würde in Bezug aufs Klima. Mal sehen, ob das durchsetzbar wäre mit der Union. Und genauso geht es um natürlich die strategische Frage, was ist mit der Luftfahrt, was ist mit Inlandsflügen? Die Grünen haben hier die Formulierung gewählt, sie wollen sie überflüssig machen und die Union hat ganz klar im Programm stehen, nein, die Luftfahrt ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil und soll auch wettbewerbsfähig bleiben in Deutschland. Das ist das Thema Klima, mit Sicherheit ein ganz zentrales. Schauen wir als zweites auf die Frage, wie werden Steuern erhoben? In welchem Bereich muss man möglicherweise mehr zahlen? Wo sind Einsparungen möglich? Und dort sehen wir auch ziemlich gegensätzliche Modelle. Die Schuldenbremse ist ganz vorne mit dabei. Die Union möchte die Schuldenbremse, wenn es irgendwie geht, einhalten. Die Grünen brauchen für Klimainvestitionen deutlich mehr Budgettöpfe, die innerhalb der Schuldenbremse nicht wirklich einzuhalten sind. Also da müsste man sich irgendwie eine Investitionsklausel überlegen, ist aber auch nicht unmöglich. Genauso auch, wenn es um Steuererhöhungen generell geht. Die Union hat vorher das Versprechen gemacht, insgesamt keine Steuern erhöhen zu wollen, eher zu entlasten. Das ist etwas nebulös geblieben, wie das genau funktionieren soll. Aber das war eine klare Ansage. Und die Grünen haben auch da wieder das Gegenteil gemacht. Den Spitzensteuersatz etwas hochlegen bis maximal 48%. Und dann ist da auch noch die Vermögenssteuer im Raum. Allerdings ist das sicherlich auch etwas Verhandelbares bei den Grünen. Und genauso ist auch die Frage, wie geht man mit Unternehmen um? Bei der Union beispielsweise Unternehmenssteuern deckeln auf 25%. Bei den Grünen sehen wir eben die Digitalsteuer. Schauen wir noch mal ganz kurz auf das Team, was heute hier auch eben mit am Start ist, gerade für die Union. Vielleicht nur ein ganz schneller, flüchtiger Blick und dort sehen wir eben 15 Personen. Die Frage, wer ist das Leck? Wer hat die Informationen aus dem Gespräch mit der FDP weitergegeben? Werden wir nicht beantworten können. Welche Personen spielen eine spezielle Rolle in den Verhandlungen mit den Grünen? Volker Bouffier in Hessen eben Erfahrung mit einer Koalition mit den Grünen gemacht. Genauso Daniel Günther aus Schleswig-Holstein und eben auch Thomas Strobel aus Baden-Württemberg. Das sind so die zentralen Personen, auf die man aus Unionssicht mit Sicherheit genauer schauen muss. Und die werden vermutlich dann auch irgendwie versuchen, die Stränge aufrechtzuerhalten. Das ist ja gewissermaßen dann das Team, auf das Armin Laschet auch angewiesen ist. Wird spannend werden heute auf jeden Fall. Paul, danke schön für diese Übersicht.